Meine Damen und Herren, lieber Herr Elsässer, nachdem die Wellen im Vorfeld des geplanten Kongresses hochgeschlagen sind, nachdem gegen Besucher und Referenten Drohungen im Internet ausgesprochen und diese mir persönlich per E-Mail auch vereinzelt zugeschickt worden sind, bin ich zu folgender Entscheidung gekommen. Ich sage meine Teilnahme an Ihrer Konferenz ab. Zur Erklärung. Wie Sie wissen, hatte ich mich in den vergangenen Jahren zunehmend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Keine Interviews mehr, keine Talkshow-Besuche, keine weiteren Veröffentlichungen. Für diesen Rückzug gibt es verschiedene Gründe, die ich Ihnen, Herr Elsässer, kürzlich erläuterte. Allen voran ist der allerwichtigste Grund der Schutz meiner eigenen Familie. Wir haben einfach zu viel in den zurückliegenden Jahren mitgemacht, was unsachgemäße Medienberichterstattung, öffentliche Verleumdungen, Falschmeldungen und so weiter angeht. Einzelne Belege brauche ich wahrscheinlich nicht zu nennen. Mit dem geplanten Kongress in Leipzig, von dem ich mir eigentlich familienpolitisch einen Schritt nach vorne, zumindest ein positives Signal erhofft hatte, weswegen ich auch zusagte, geht seit einigen Wochen allerdings eine merkwürdige Entwicklung einher. In den Medien geht es jetzt nicht mehr um das Thema Zukunft der Familie in Europa, sondern daraus wird von Linken, Grünen und einigen Verbänden zunehmend eine Konferenz zum Thema Homo-Ehe und Adoptionsrecht für Homosexuelle, ein homophober Kongress, gar eine Homo-Hasser-Veranstaltung gemacht. An einem solchen Diskussionsthema bin ich allerdings überhaupt nicht interessiert. Und ich habe noch weniger vor, mich durch die Teilnahme an dem Kongress von offiziellen Mainstream-Medien und Interessensgruppen fälschlicherweise verdächtigen zu lassen, etwa gegen homosexuelle Menschen eingestellt zu sein. Das ist nämlich nicht der Fall. Würde das in erster Linie doch gegen mein Menschenbild verstoßen, welches grundsätzlich auf Respekt, Akzeptanz und Toleranz des Gegenübers gebaut ist, das nämlich zum Schöpfungsgesetz der Nächstenliebe gehört. Zu keiner Zeit, und das aus sehr gutem Grunde, habe ich mich jemals mit den Themen Homo-Ehe und Adoptionsrecht für Homosexuelle beschäftigt. Nochmals, aus gutem Grunde. Denn die Positionen sind meines Erachtens hier längst verfahren und werden meist nur noch ideologisch und inzwischen durchaus verbittert geführt. Wie will man denn auf sachlicher Grundlage Fortschritte erreichen, wenn eine Seite der anderen unterstellt, krank zu sein oder sogar geheilt werden zu müssen? Damit ist von vornherein jede neutrale Grundlage verloren, ob man nun dafür oder dagegen ist. Bei dieser Diskussion wird es unter dem Strich nur Verlierer geben und jedenfalls keine wirklichen Ergebnisse. Dazu werden alleine auch die öffentlichen Medien ihren Teil beitragen, denen es, wie man inzwischen wissen darf, meist ebenso wenig um Sachlichkeit und Lösungen geht, sondern die hier bereits seit einigen Wochen einen handfesten Skandal wittern, mit dem sie natürlich Kasse machen wollen. Diesen Skandal werden sie kriegen, sind doch schon alle Weichen dafür gestellt worden. Und diesen Skandal brauchen unsere Journalisten heute natürlich auch dringend, denn davon leben die meisten Kollegen noch. Mir geht es jedoch um Familienpolitik, wie immer. Den vielen Gegengruppen und Demonstranten, die sich für den 23. November angesagt haben, dürfte das Thema jedoch zu langweilig, zu verstaubt, zu wenig modern sein. Diese Verachtung gegenüber dem für unsere Gesellschaft jedoch überlebenswichtigen Thema ist nur noch schwer zu ertragen. Den meisten geht es heute um ihre persönlichen Rechte und Ziele, die sie auf Teufel komm raus erkämpfen wollen. Wer denkt dabei an morgen? An die nachfolgenden Generationen? Dieser blanke Leichtsinn der verheerenden Entwicklung wird für jedermann, der es erkennen will, deutlich. Aber wer will das schon? Wer die zurückliegende und menschenunwürdige Hetzjagd auf Bundesfamilienministerin Christina Schröder aufmerksam verfolgte, hat den Beweis über unsere bundesdeutsche Familienpolitik, die der Margot Honeckers, in nichts mehr nachsteht. Frau Schröder hatte als Politikerin und Mutter eines kleinen Kindes umgedacht. Zunehmend vertrat sie nun öffentlich das Kindeswohl und mahnte auch die Bedürfnisse der Mütter an. Und das hätte tatsächlich eine Chance für unser Land werden können. Aber die Antwort der öffentlichen Medienvertreter und der feministischen Interessensverbände war eindeutig. Maßlose Hetze, Herabwürdigung ihrer Person, das waren die Folge.
Sie ist keine von uns, tönte es überheblich quer durch den berichtenden Mainstream. Sie rede krude und wirr. Überfordert sei die Ärmste, weswegen man sie jetzt aus dem Amt heben müsse. Welche Mechanismen? Auch Christina Schröder ist jetzt ein Opfer der selbstmörderischen Geisteshaltung in diesem Land geworden, die Mutter als Feindbild einzuordnen. Welche familienpolitische Richtung bei der künftigen Großen Koalition herauskommen wird, wird schon jetzt verheerend deutlich. Noch mehr sollen die Frauen arbeiten, noch mehr Krippen sollen gebaut werden, noch moderner und fortschrittlicher soll unser Land werden. Fortschritt heißt jedoch, dass man in zwei Richtungen fortschreiten kann, aufwärts oder abwärts. Deutschlands Richtung ist bereits gewählt. Meine Damen und Herren, mir ging es, wie Sie vielleicht wissen, bei meiner Arbeit von Anfang an vorrangig um das Wohl der Kinder und das der Mütter. Kinder sind unsere Zukunft, Deutschlands Zukunft, Europas Zukunft. Unseren Kindern geht es heute jedoch verdammt schlecht. Sie haben in der öffentlichen Vertretung, in dem Kartell von Politikern und Journalisten keine Anwälte mehr. Ihnen wird mit politischen Gesetzen zunehmend ihr natürliches Recht auf Bindung entzogen. Sie werden jetzt möglichst alle, möglichst ganz früh, zwangsbetreut, in am besten staatlicher Hand, weil ihre Mütter Geld verdienen müssen. Kommt einem doch irgendwie auch bekannt vor, oder? Es ist ein perfides System, welches auch noch als Fortschritt und Freiheit gepredigt wird. Dass ein großer Teil der berufstätigen Mütter diesen kräftezehrenden Spagat sowohl körperlich als auch seelisch gar nicht aushält, dass die Frauen zunehmend unter Burnout, unter Überforderung und seelischem Druck zusammenbrechen, interessiert in den politischen Rängen und in den wohlgeheizten Redaktionsstuben immer noch keinen großen Geist. Im Gegenteil, zynisch wird hier weiter die Propaganda von Wahlfreiheit und Karrierechancen verbreitet. Dass es in den Betreuungseinrichtungen meist hektisch und stressig zugeht, dass die allermeisten Erzieherinnen völlig überfordert sind, dass sie dem wahren Wohl der kleinen Kinder bei der Erfüllung des täglichen politischen Plansolls überhaupt nicht gerecht werden können, dass von einer Förderung der Kleinen erst recht nicht gesprochen werden kann und dass dieses völlig instabile System auch noch frech als frühkindliche Bildung verkauft wird, das hätte uns eigentlich längst wachrütteln und handeln lassen müssen. Denn das sind die wahren Probleme dieses Landes. Hier wird unsere Zukunft verspielt und zerstört. Und hier müssten wir Veränderungen schaffen, wenn wir Deutschland, wenn wir Europa, wenn wir unsere Kinder, wenn wir die Zukunft noch retten wollten. Über die Männer indes redet inzwischen kaum noch jemand. Sie werden in der Öffentlichkeit Schritt für Schritt herabgewürdigt, noch unsichtbarer gemacht, zu Weicheiern oder aber zu gewaltbereiten Machos. Und sie scheinen bei so viel Frauenpower ihr Existenzrecht in der Gesellschaft bald gänzlich verloren zu haben, jedenfalls in unserer abendländischen Kultur. Der die letzte Runde einläutende Geschlechterkampf ist voll entbrannt. Gender Mainstreaming erzieht die Menschheit in einem beispiellosen Wahnsinnsexperiment um. Geschlechterunterschiede gibt es nicht mehr, Frau steht gegen Mann, Staat gegen die Kinder, jeder gegen jeden. Verschwörungstheorien? Wohl kaum. Mit all diesen Gedanken über die schwerwiegenden Probleme, die mir immer an allererster Stelle standen, wäre ich allerdings nicht durchgekommen bei Ihrer Konferenz. Vor allem in der öffentlichen Berichterstattung geht es überhaupt nicht darum. Lieber Herr Elsässer, während es bei Ihnen, wie Sie mir sagten, offenbar keine weiteren Drohungen gegeben hat, ist es bei mir etwas anders. Durch die letzten Presseveröffentlichungen melden sich immer wieder politische Gegenspieler in Leipzig an, die mir dies auch persönlich mitteilen. Sie drohen vor allem mit Eskalation. Ein Hoch auf die Demokratie. Auf derartig unsachliche und sogar gewaltbereite Auseinandersetzungen habe ich überhaupt keine Lust. Ich lehne Gewalt grundsätzlich ab. Ich lehne Vorverurteilungen ab und ich weigere mich, mich den öffentlichen Medienvertretern ein weiteres Mal zum Fraße vorzuwerfen. Schade eigentlich, aber meine Erfahrung der letzten Jahre gebietet die Entscheidung einer Absage. So viel zum Thema Meinungsfreiheit in Deutschland. Wir befinden uns jetzt leider in Zeiten, in denen die freie Meinungsäußerung zu nicht mehr als nur noch einer leeren Worthülse verkommen ist.
Mir ist keine öffentliche Institution in unserem Land bekannt, die dieses einst blutig erkämpfte Gut derzeit noch wirklich verteidigt. Einzelne Bürger, die sich dieser verheerenden Entwicklung zu widersetzen suchten, haben das meist bitter bezahlt. Die täglichen Probleme und Kämpfe geschätzter Medien wie Kompakt und Co. brauche ich Ihnen wohl nicht zu erläutern. Mir fehlen einfach die Worte. Mir fehlt die Kraft, gegen diese Gleichgültigkeit und Tatenlosigkeit weiter anzukämpfen. Mir fehlt nun auch der Wille, gegen wachsende totalitäre EU-Gender-Ideologien, die den wichtigen Kern der Familie zerstören, und gegen die niemand mehr aufmucken darf und will, weiter vorzugehen. Ebenso gegen die Maulkörbe, die gegen jeden Andersdenkenden hierzulande, inzwischen auch europaweit, verhängt werden. Noch einmal, war es bei den Honeckers je anders? Man hat sich offenbar an die wachsende Unfreiheit gewöhnt, die schließlich in Sklaventum führen wird. Einem, der unbedingt sterben will, wird man den Sprung von der Brücke nicht verwehren können. Meine Damen und Herren, ich schließe mich hier mit den Worten unseres großen Journalistenkollegen, dem ehemaligen US-Vizefinanzminister Paul Craig Roberts, an, der als Top-Journalist unter anderem für das Wall Street Journal, Business Week und die New York Times gearbeitet hatte, bevor er der politisch korrekten Medienwelt den Rücken kehrte. Wörtlich sagte er: Die Wahrheit ist gefallen und hat die Freiheit mitgerissen. Kaum zu glauben, dass derartiges heute und hier, auch im angeblich freien Deutschland und Europa, möglich geworden ist. Aber leider ist es die Wahrheit. Hiermit melde ich mich also ab. Viel Glück Ihnen allen bei der Souveränitätskonferenz 2013. Ihre Eva Herrmann.